Hallo, liebe Freunde von Scudetto TV. Diese Woche liegt wieder unglaublich viel an, unglaublich viel Arbeit. Ich schreibe ja gerade an meinem Buch und dann gibt es drumherum einiges zu tun. Natürlich am Samstag das Pokalfinale in Berlin. Bin natürlich nicht leibhaftig vor Ort. Was heißt natürlich, man hätte mich ja auch mal einladen können. Macht man aber nicht. Und so muss ich es schauen, dass ich hier alles zu Hause vorbereite. Es müssen Schnittchen natürlich gekauft und einzeln zerlegt und belegt werden. Es muss Bier organisiert werden und es muss natürlich die ganze Wohnung wieder auf Vordermann gebracht werden. Wir sind auf Besuch überhaupt gar nicht mehr eingestellt. Und da unglaublich viel halt zu tun ist, fällt Scudetto TV diese Woche etwas minimalistischer aus. Und das liegt auch daran, dass wir morgen natürlich eine Veranstaltung haben, beziehungsweise das heißt jetzt morgen. Also die Veranstaltung ist ja am Donnerstag, dem 17.04. Das heißt, wenn man das jetzt vielleicht gerade schaut, ist die Veranstaltung schon vorbei oder auch nicht. Ist auch egal. Ich freue mich auf diese Veranstaltung momentan riesig. Muss ja allerdings auch noch ein bisschen vorbereiten, dass diese Vorbereitungen für Scudetto-Abende nicht nebenbei laufen können, nicht mal eben so aus der Hand, einem von der Hand gehen, das ist, glaube ich, jedem klar. Und von daher habe ich mir überlegt, dass wir gleich mal reinschauen, wie so eine typische Scudetto-Veranstaltung vorbereitet wird und was das für eine Unmenge an Arbeit auch bedeutet. Was mir jetzt gerade spontan noch einfällt, ist, dass wir die Auflösung des Quiz von dem letzten Scudetto natürlich noch hier machen müssen. Es ist natürlich mit Tiger der Hermann Gerland gemeint und der Gewinner, der wird jetzt unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit der DVD. Und das nächste Mal gibt es bei Scudetto TV wieder etwas zu gewinnen. Ich darf jetzt schon versprechen, eine absolute Rarität auf dem Buchmarkt. Und das aber erst beim nächsten Mal. Und jetzt vielleicht ein ganz kurzer kleiner Einblick in das, was ich hier jeden Tag leisten muss, damit ihr da draußen auch ein bisschen Spaß und Vergnügen habt und dass wir uns an Scudetto-Abenden auch wirklich amüsieren können mit all dem, was man so in dem Bereich des Fußballs finden kann. Das ist harte Arbeit, das ist mühselig und wie so ein typischer Tag aussieht, an dem ich mich aufs Scudetto vorbereite, das seht ihr jetzt. Erstmals ausgestrahlt im Oktober letzten Jahres, aber die Intensität der Arbeit hat leider nicht nachgelassen. Es ist immer noch ziemlich, ziemlich dreckig und hart und ich möchte mit niemandem tauschen. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann geht's wieder richtiger weiter mit Scudetto TV. Bis bald und ein schönes Pokalfinale und dass das Bier an dem Abend nicht zu Ende geht. Tschüss. Yeah.